Zwei Typen, die man im Grunde gar nicht beschreiben kann. Einer nimmt der andere immer auf der Arm, aber sie sind herrlich. Zu einem Vortrag hier auf der Bühne, Fried van Haren. Hallo Leute! Hey, mal langsam. Was denn? Langsam. Wir haben abgemacht, wenn wir heute hier reinkommen, ja? Ja. Dann schreit man nicht in den Saal, hallo Leute. Nein. Nein. Zu Beginn einer Veranstaltung, wenn man die Bühne betritt, ja? Ja. Begrüßt man erst einmal die Gäste. Ah ja. Sag mal, du bist doch nicht ganz normal. Wieso denn? Ich habe da hinten jetzt in der Garderobe eine Stunde auf dich gewartet. Und jetzt machst du so einen Blödsinn. Und ich möchte gerne wissen, wo du warst. Ich war ein Arzt. Um diese Uhrzeit gehst du zum Arzt? Ja, ich habe mich impfen lassen. Impfen? Ja, gegen Pocken, Typhus und Malaria. Ach, und wo fährst du hin? Kann ich nicht sagen. Und warum kannst du das nicht sagen? Sonst sagen die Leute wieder, ich hätte was gegen Düsseldorf. Jetzt hör auf! Das ist aber jetzt genug, du. Er ist ein unmöglicher Kerl, ja? Wir haben abgemacht, heute wird das Thema Düsseldorf überhaupt nicht erwähnt. Ich hatte gar nichts gesagt. Du sag mal, du hast mir doch gerade erzählt, du hast einen neuen Job. Ich habe sogar zwei. In der heutigen Zeit hast du zwei neue Jobs? Ja. Bei so vielen Millionen Arbeitslosen? Ja, sicher. Morgens bin ich Wärter in einer Irrenanstalt, nachmittags fahre ich Langholz. Also, dass du Langholz fährst, habe ich ja gestern gesehen, ja? Aber dass du Wärter bist in einer Irrenanstalt, das ist mir neu. Das ist eine gute Anstalt. Der Bundeskanzler war auch schon da. Als Gast! Ach, der hat euch besucht. Ja, zu Weihnachten. Und als der da war was los. Warum denn? Da haben alle geschrien, hoch lebe unser Bundeskanzler Gerhard Schröder. Naja, ich hoffe, du hast auch geschrien. Hey, ich bin Wärter, nicht irre, okay? Jetzt aber mal langsam, ja? Was denn? Langsam. Jetzt verstehe ich dich aber überhaupt nicht mehr. Wieso denn? Ich habe dich doch gestern gesehen mit deinem Langholzwagen. Ja und? Ja, du hast doch hinten dran ein riesengroßes Bild hängen von Gerhard Schröder. Das musst du tun, das steht in der Straßenverkehrsordnung. Was steht da? Jeder Gegenstand, der näher als einen Meter über das Fahrzeug steht, muss mit einem roten Lumpen gekennzeichnet werden. Ja, das ist gut, ein roter. Hörst du auf? Ein roter Lumpen! So, können wir uns nicht über etwas unterhalten, wo wir beide Ahnung von haben? Über Vögel? Zum Beispiel über Vögel. Kennt sich aus. Mit Vögel kenne ich mich aus. Ich weiß zum Beispiel, dass alles, was Federn trägt, auch Eier legt. Ist eine ganze Legebatterie. Halt es an jetzt! Das ist keine Legebatterie. Hör auf! Die legen doch keine Eier. Wieso denn? Der drückt doch schon. Nein, der drückt nicht. Hör auf! Das ist doch der Elferrat. Die sehen ja fast alle gleich aus. Welchen Kursus hat die Willi? Klonen für Anfänger? Halt es an! Ist das denn gut jetzt? Klonen für Anfänger. Wo kommt denn der her? Toilette? Er war nicht auf der Toilette. Doch, der hat ganz nasse Schuhe. Ja, halt doch, Mensch. Jetzt hörst du auf. Er kommt gerade eben hier rein, du. Ich hab dir's gesagt, denk mir an den Präsidenten, der wird langsam sauer. Wenn du das wieder gut machen willst, was du hier versemmelst, ja, dann musst du dir was einfallen lassen. Soll ich ihn einladen? Du willst ihn einladen? Ja, zu meinem Geburtstag. Ja, wenn er kommt. Kommst du? Ja? Okay, dann denk dran, die Klingel ist links unten in Kniehöhe angebracht. Gut. Warum denn links unten in Kniehöhe? Ich hoffe nicht, er kommt mit leeren Händen. Na ja, kommt nicht mit der Arte, hör auf jetzt, ja? Kommt mit leeren Händen. So ein Unsinn. Ja. Also wirklich, du bist ja selten dämlich, du. Weißt du das? Was soll das heißen? Du
Du erzählst uns immer, du gehst auf die Universität, ja? Ja. Pass auf, wenn du auf die Uni gehst und die Uni mal verlässt, ja, dann muss dir eins klar sein, da musst du mal eine Prüfung ablegen. Hatte ich letzte Woche, Mathematik. Mathematik? Ja. Wie viele Aufgaben wurden denn gestellt? 15. 15? Und wie viele waren falsch? Eine. Oh, Gratulation. Und die anderen? Bin ich gar nicht so gekommen. Ja, du hast gut lachen. Ja, doch. Dann lacht er noch so dreckig. Wer lacht noch? Ja, da drüben. Ja, dann lass ihn lachen. Hauptschüler. Halt den Stab jetzt. Was sagst du? Du, pass mal auf, ich bin auch Hauptschüler. Ja, das sieht man. Aber ich habe auf meiner Hauptschule mehr gelernt als du auf deiner dämlichen Uni. Bist du sicher? Ja, jetzt pass mal auf. Ich habe nicht gelernt, ja, dass in Kürbisbrot Kürbiskerne drin sind, ja, und in, wie heißt das andere Brot noch? Hieß das? Hast keine Ahnung. Sonnenblumenbrot, Sonnenblumenkerne. Mein Gott! Was ist denn? Ich habe gestern türkisches Fladenbrot gegessen. Ich hab's gesagt, wir haben Damen hier, sei heute ein bisschen... Du hast von Frauen überhaupt keine Ahnung, wie sensibel die sind. Aber du, ja? Ich habe Ahnung von Frauen. Der auch? Oder kann der nur lachen, der Hauptschüler? Natürlich hat der Ahnung. Dann sage uns den Unterschied zwischen einer Damenunterhose von 1950 und einer von heute. Was ist denn da der Unterschied? In einer Damenunterhose von 1950 konntest du das ganze Fahrrad putzen. Das ist ja toll, ja? Und mit der heutigen nur noch den Ständer. Ach, ist das denn jetzt, Gott? Jetzt hörst du aber langsam auf, du. Nur noch den Ständer. Das ist aber jetzt genug. Wenn ich das gewusst hätte, was ich hier erwarte, mein lieber Freund, da wäre ich zu Hause geblieben, hätte Golf gespielt, ja? Scheiße, ich spiele Golf. Ja, ich spiele Golf. Besser als im letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob ihr Golfspieler sind, ja? Aber wenn ich das denen jetzt sage, wie ich spiele, da werden die blass vor Neid. Echt? Ja. Wenn ich nämlich heute abschlage mit meinem Ball, dann treffe ich genau bis zum Petting Green. Was ist denn das? Das ist das Kurzgeschorene vor dem Loch. Ist das ein altes Schwein, du? Das nennt man so! Das weiß jeder Golfer, das ist kurzgeschorene Gras vor dem Loch, damit man besser einpatten kann. Und das heißt jetzt Golf. Das ist schon immer Golf. Mensch, du hast von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung, weißt du? Aber überall hast du eine riesengroße Klappe, ja? Über alles muss er rumlästern, überall schwätzt er mit. Jetzt habe ich aber langsam genug. Ja, ja, hör zu. Du brauchst jetzt gar nicht so mit den Damen zu flirten. Und wieso nicht? So wirst du ihr Herz nie erobern. Ist mir scheißegal, der Rest würde mir genügen. Halt, ist genug. Ja, ist es denn jetzt gut? Der Rest würde mir genügen. Mensch, der Kerl, der ist ja nur noch frech heute, ja? Kannst doch hier nicht machen. Ist ja gut. Ja, hör mir mal zu. Fasse dich an, ja? Don't touch me. Ich lutsch dir die Augen aus. Ist gut. Du, jetzt hab ich deine Faxen langsam dicke. Du bist da oben an, ja? Bist du stinkig oder was? Ja, ich werde langsam stinkig, ja? Ich setz mich in mein Auto und ich fahr weg. Oh, ich fahr auch weg. Im Auto? Ja, in Holland. Warst du schon in Holland? Vergiss es. Wieso denn? Da hat einer an die Wand geschrieben, gibt es intelligente Menschen auf diesem Planeten? Haben die dort an die Wand geschrieben? Ich habe gleich was drunter geschrieben. Was hast du denn drunter geschrieben? Ja, es gibt sie, aber wir kommen nur zum Tanken. Erzähl uns, wenn du schon auf der Uni bist, ja, und immer so große Sprüche reißt, dann zeig uns mal, dass du was kannst. Was sollt ihr denn wissen? Erklär uns doch einmal, was ist ein Steinbutt? Das ist ein extrem flacher Fisch.
Jetzt bin ich aber auch platt, du. Wieso denn? Das stimmt. Ja, ich sag's ja, ich gehe auf die Uni. Ja gut, aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, warum dieser Steinbutt so extrem flach ist. Weil er Sex hatte in einem Wal. Das ist aber eine saublöde Antwort, weißt du das? Ja, und die Frage war doch genauso doof, oder? Er hätte ja auch fragen können, wieso hat der Frosch so große Augen, stimmt's? Also gut, warum hat der Frosch so große Augen? Weil er zugesehen hat. Weil er zugesehen hat, jetzt hörst du aber auf, du. Scheiß auf mich hier, du. Du, jetzt hab ich aber deine Faxen dicke. Was soll das heißen? Das heißt, du gehst jetzt ab in deine Kiste. Die Damen bleiben hier sitzen und die junge Dame da vorne ganz bestimmt, okay? Na komm, zack, zack. Nein, die Dame bleibt hier, du gehst in deine Kiste. Und wo steht die? Dahinter dem Vorhang rechts. Hinterm Vorhang rechts. Ich lass auch das Schloss auf. Du denkst bitte dran, du hast Zahlenschloss. 4 mal die 1. Halt den Stab jetzt! Das ist eine Geheimnummer. Ist es immer noch, sie kennt ja nicht die Reihenfolge. Ach komm jetzt, hör auf jetzt, ja? Nur weil du auf die Uni gehst, musst du hier nicht gleich mal durchgeknallt sein, ja? Blond ist ja auch. Du, keine Witze über blonde Frauen. Ich will nichts hören über blonde Frauen. Und wieso nicht? Weil blonde Frauen nicht so doof sind, wie sie im Allgemeinen immer hingestellt werden. Echt? Ja, natürlich. Obwohl ich manchmal denke, blonde Frauen sind ein bisschen seltsam. Wieso denn? Also mich hat noch nie eine blonde Frau angesprochen. Ja, so doof sind die jetzt auch wieder nicht. Ja, ist das denn jetzt wahr? Immer hackt er auf mir rum. Jetzt ist genug, du sagst jetzt schön gute Nacht. Gehst du nicht? Ja, ich geh mit. Ich komm gleich. Hör mal zu, die Dame sitzt ja in der ersten Reihe. Ja und? Vielleicht ist die Dame eine von und zu. Das trifft sich gut, ich bin dann auf und davon. Na, halt den Stab jetzt! Hör auf! Sag jetzt schön gute Nacht. Ganz anständig. Ja, ganz anständig. Okay. Ich sage tschüss, gute Nacht, wünsche euch noch viel Spaß. Der schöne Aki, das bin ich, das könnt ihr alle genau sehen. Und, tja, was soll ich dazu sagen? Hat dir heute schon einer gesagt, dass du gut aussiehst? Nein, dann hat dich auch noch keiner angelogen. Jetzt ist genug, jetzt sagst du tschüss. Okay, tschüss. Tschüss zusammen, Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Narren und Narren, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer draußen in Ihren Bildschirmen, wir sagen Dankeschön für diese hervorragende Leistung mit Remo von Etze, Kölle, Fried von Hahnen, Festkomitee. Dankeschön, ihr Lieben. Latschmarsch, Malatürk.